Guten Tag. In diesem Beispielvideo zum Astropolarity Fernstudium wollen wir uns weiterhin beschäftigen mit der Astropolarity Quadrantenlehre bzw. den wichtigen vier Quadrantensätzen. Eine entscheidende Bedeutung liegt auch in dem Umstand, dass das, was wir unter Form und Inhalt innerhalb der Astropolarity Lehre bei den Quadranten verstehen, Form im Sinne des ersten und dritten Quadranten, Inhalt im Sinne des zweiten und vierten Quadranten, dass aber jeweils Form 1 und 3 und aber auch jeweils Inhalt 2 und 4 nochmals gegeneinander unterschieden werden können, und zwar im Sinne der sogenannten Umfänglichkeit. Das bedeutet, dass die Form des ersten Quadranten gegenüber der Form des dritten Quadranten weniger umfänglich ist. Das heißt, die Idee im Sinne des dritten Quadranten ist in ihrer Form immer umfänglicher als die Realität, an deren Form die Gegenwart an sich erwächst. Das bedeutet anders ausgedrückt, dass die Kapazität an Formen einer Realität, einer gegenwärtigen Realität, immer beschränkter ist als die Möglichkeit, als die Kapazität von Formen einer entsprechenden Idee. Und das heißt dann im Endeffekt wiederum, dass, und das kann jeder Mensch sofort nachvollziehen, dass die Idee oft in der Realität nicht erfassbar ist, beziehungsweise dass Ideen im Sinne, dass sie umfänglicher sind als die Realität, in der Realität, in der Gegenwart der Realität nicht umgesetzt werden kann. Das heißt, die Nichtumsetzbarkeit von Ideen in der Realität, von dritten Quadranten im ersten Quadranten, ist darauf zurückzuführen, dass die Idee oft umfänglicher ist und sozusagen in die Realität nicht hineinpasst. Das bedeutet also gleichzeitig für den zweiten und vierten Quadranten, dass, wenn Sie sich erinnern, ja die Unvergänglichkeit auch für den vierten Quadranten gegolten hat, genauso wie die Unvergänglichkeit für die Idee des dritten Quadranten gegolten hat, dass also dritter und vierter Quadrant hier gemeinsam haben, dass sie umfänglicher sind als ihr gegenüberliegendes Pendant. Das heißt, der vierte Quadrant im Sinne der Wirklichkeit ist in der Inhaltlichkeit immer umfänglicher, es ist also ein umfangreicherer Inhalt, als der des Seelischen. Die Wirklichkeit ist also umfänglicher als das Seelische selbst, aus deren Inhalten sich die entsprechende Wirklichkeit ja auch annähert. Andersrum ausgedrückt, wir haben eine Kapazität an Inhalten des seelischen Quadranten, des zweiten Quadranten. Und diese Kapazität ist immer beschränkter als die Kapazität von den Inhalten, die wir im vierten Quadranten in der Wirklichkeit vorfinden. Und das heißt wiederum hier auch, dass die Wirklichkeit oft von der Seele nicht fassbar ist. Und wir meinen hier natürlich die Seele des zweiten Quadranten, also die individuelle menschliche Seele, nicht die Weltseele an sich. Die Wirklichkeit ist also oft für die Seele und in den Empfindungen der Seele nicht greifbar. Das Seelische ist also auch ein, wenn man so will, vergänglicher Inhalt, der verloren gehen kann, wohingegen aber die Wirklichkeit unvergänglich in ihrer auch größeren Umfänglichkeit bleibt. Das ist also ganz wichtig, dass Sie sich klar machen, dass der obere Bereich des Geburtsbildes über dem Aszendenten, also dritter und vierter Quadrant, immer umfänglicher ist, sowohl in Form, dritter Quadrant, als auch in Inhalt, vierter Quadrant, als der Bereich unterhalb des Geburtsbildes. Diese Bereiche, der erste und der zweite Quadrant, sind im Sinne der Form weniger umfangreich als der dritte Quadrant und im Sinne des Inhalts weniger umfangreich als die Wirklichkeit. So kann also Realität und Seele niemals ganz das aufnehmen und umsetzen, was in Idee und Vorstellung bzw. in Wirklichkeit existiert. Darüber können Sie mit Sicherheit viele, viele Jahre immer wieder philosophieren und sich klar machen, dass die Dinge auch in dieser Weise, also auch im Sinne der Umfänglichkeit von Inhaltlichkeit und der Umfänglichkeit von Form,
eine ganz, dass das eine ganz lebenswichtige Bedeutung hat und dass wir so also auch Form und Inhalt nochmal in sich selbst unterscheiden können. Vielen Dank.